viele Zuhörer, kann ich mir vorstellen, die denken sich jetzt so, oh, okay, gut, klar, dass es bei den beiden irgendwie klappt, die sind halt einfach anscheinend mutig. So, die brechen die Schule ab oder fahren einfach ohne Geld mal mit dem Auto los. So, da muss man halt mutig sein. Ich bin halt nicht mutig, gut, dann klappt es bei mir nicht. So, und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Also Mut ist natürlich auch sowas wie einfach eine Fähigkeit, die sich dann, oder eine Eigenschaft, die immer stärker wird, umso mehr man das Ganze übt. Hey Natural Biohacker, was geht bei dir? Und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Natural Biohacking Podcast. Und es ist irgendwie so, als habe ich ein Déjà-vu, denn ich habe heute wieder denselben Gast wie schon vor ein paar Tagen, den lieben Lenny Schönbach. Wir haben das Interview schon mal aufgenommen und das ist tatsächlich passiert nach 140 Folgen, dass die Aufnahme weg ist. Aber ja, wir sind ja flexibel auch als Unternehmer und deswegen machen wir heute einfach nochmal ein Interview. Und ja, Lenny ist 22 Jahre jung und bereits erfolgreicher Unternehmer und Digital Nomad. Und schon früh fragte er sich, wie er diesen Lifestyle mit einem Job zusammenbringen kann. Und heute lebt er dieses Leben, unterstützt Menschen dabei, auch mehr vom Leben zu haben. Und ja, und hat auch relativ früh schon damit angefangen. Er hat die Schule abgebrochen, direkt ein Online-Business gestartet, hat viel getestet, viel ausprobiert, viele Fehler gemacht. Und heute erfährst du in kürzester Zeit, wie du dein Unternehmer-Mindset hacken kannst und schon früh Selbstbewusstsein und Mut entwickeln kannst. Herzlich willkommen nochmal, Lenny Schönbach. Robin, vielen Dank für die Einladung erstmal und für die schöne Einleitung. Freut mich sehr, dass ich jetzt schon das zweite Mal hier auf deinem Podcast bin. Ja, wir haben jetzt ein paar Anläufe gebraucht, aber ich denke, dafür wird die Folge jetzt dafür umso besser. Ja, das denke ich mir eben auch, ja. Und es ist ja meistens so, dass man sich dann erstmal ein bisschen aufregt. Also ich war ja auch so schon ein bisschen wütend, dass das passiert ist. Habe das dann auch noch versucht zu retten, bis ich dann wirklich in die Akzeptanz gegangen bin. Und ja, wie gesagt, wir sind ja flexibel und diese Flexibilität, die hast du ja auch. Und ja, und hast du auch schon relativ früh damit gestartet, habe ich schon im Intro gesagt. Du hast tatsächlich die Schule abgebrochen und dich direkt ins kalte Wasser geschmissen und ja, und online dir was aufgebaut. Wie war das für dich? Ja, das war auf jeden Fall eine sehr krasse Zeit. Also es war ich würde sagen, so mit 16 oder so, seit ich 16 war, da in dem Alter hat sich das eigentlich immer mehr so bei mir dann irgendwie rausgestellt, dass ich gesagt habe, ich muss eigentlich langfristig auf jeden Fall selbstständig sein, ich muss auf jeden Fall was Eigenes machen. Ich habe schon während der Schulzeit ganz, ganz viele Praktika gemacht, weil ich es immer sehr spannend fand, in verschiedene Unternehmen Einblick zu bekommen. Und ich fand es auch immer cool, mir hat es immer Spaß gemacht. Ich habe auch sehr viel gekellnert und alle möglichen Jobs gemacht, okay. Rasen bei den Nachbarn gemäht. Ich habe schon immer recht früh einfach, ich fand es auch, mir hat es auch immer Spaß gemacht, um ehrlich zu sein. Einfach so, ja, auch Geld zu verdienen, Menschen Mehrwert zu liefern, hat mir schon immer Spaß gemacht. Aber trotzdem habe ich dann immer bei diesen ganzen Jobs auch schon gemerkt, es ist zwar cool, dass es diese ganzen Unternehmen gibt und dass man das machen kann, aber ich muss definitiv was Eigenes machen. Also ich fühle mich da irgendwie nicht wohl, wenn ich halt gesagt bekomme, wann ich wo zu sein habe und was ich dann zu machen habe. Ja. Also diese Tatsache, das war eigentlich das, was mich immer gestört hat. Das Arbeiten an sich fand ich immer cool, ja. Mit Menschen zu tun zu haben, aber das ist mir dann immer bewusster geworden. Und ja, als ich dann 18 war, ja, ich muss, ja, 18 war ich dann, ich war eben, wie du es gesagt hast, war halt eben zu dem Zeitpunkt noch in der Schule, also ich war erst auf dem Gymnasium, bin dann nach der 8. Klasse, weil die Schule nicht mehr zu der Zeit die oberste Priorität hatte, auf die Realschule runter und also musste ich, weil meine Noten halt leider nicht mehr so gut waren und nach der Realschule habe ich dann eine weiterführende Ausbildung, schulische Ausbildung im Bereich Hotel- und Tourismusmanagement gemacht, auch weil ich eben schon immer gerne reisen wollte und dachte, okay, dann gehe ich halt in diese Tourismusrichtung, das hört sich nach Reisen an. Ja. Und da habe ich aber dann auch, also du bist ja auch aus der Branche, du weißt es ja auch, ja. Vielleicht auch ähnlich da irgendwie reingerutscht, weil man sich halt denkt, oh, es hört sich irgendwie nach Reisen an. Ja. Aber dann merkt man eben, dass man halt eher dann irgendwo in einem Hotel halt einfach landet oder im Reisebüro in dem Fall, was ich da gemacht habe. Und ja, das hat sich halt einfach herausgestellt, dass das auf jeden Fall nicht der Weg ist, den ich gehen will. Mhm. Und dann ja, habe ich mit Social Media angefangen und so ein bisschen angefangen, meinen Werdegang zu dokumentieren und immer mehr so ein bisschen dieses Ganze, also meinen sportlichen Werdegang zu der Zeit
Ja. Da kann ich ein bisschen drauf eingehen. Aber hat sich halt immer mehr so dieser, das erste Mal so ein Bild dann entwickelt, okay, irgendwie da gibt es so Möglichkeiten, man kann da online was machen und dann hat man da von diesen ganzen Geschäftsmodellen gehört und dann war ich da ganz naiv motiviert, ja. Und hat dann gesagt, komm, das wird schon irgendwie und ich gehe jetzt da voll all in. Auf jeden Fall rückblickend schon irgendwie krass. Also ich, wenn ich jetzt so dran denke, denke ich auch schon mal krass, weil ich hatte ja eigentlich gar kein Fundament, was das Wissen angeht. Aber letztendlich war es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung, in meinem Fall zumindest. Und war eine harte Zeit, die ganze erste Zeit, aber es war auf jeden Fall sehr lehrreich und ich würde es auf jeden Fall immer wieder so machen. Okay. Ja, finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem auch, ich hatte letztens den Bastian Barami zu Gast bei mir, den kennst du ja auch, digitaler cool, Nomade, ja. Und schon seit 5 Jahren am Reisen. Und er ist tatsächlich auch durch die Hotellerie gestartet, weil wir wahrscheinlich alle drei so denselben Plan hatten, Reisen und Arbeiten zu verbinden. Ja, wo wir dann recht schnell gemerkt haben, es geht dann doch nicht so auf diese Art und Weise. Oder es geht schon, aber wirklich glücklich wirst du dabei nicht. Also so war es bei mir zumindest, bei euch glaube ich dann auch. Und was mir jetzt auch noch so kam, ist, du hast das mit 16 halt schon diese Gefühle gehabt, diese Emotionen auch und auch diese Aha-Momente, dass du durch diese Arbeiten gewusst hast, okay, ich möchte nicht unbedingt in einem Job sein, wo ich einen Chef habe und quasi ein Stück weit auch aufgebe, selbst zu entscheiden. Und ich wünschte, ich hätte es auch schon mit 16 gehabt, ganz ehrlich. Mhm. ich hab dann noch Abitur gemacht, habe sogar noch ein Jahr wiederholt und so und also da hätte ich wahrscheinlich schon ganz woanders sein können, aber natürlich bringt das ja nichts, sowas noch zu überlegen im Nachhinein. Aber es ist halt sowieso alles immer gut, so wie es dann gekommen ist. Genau, das ist so, ja. Und ich bin auch sehr dankbar für die Gastronomie, ja, weil ich habe das wirklich gern gemacht. Ich habe mich dann auch weiterentwickelt zum Barkeeper, habe so eigene Bars geführt. Und ich sage mal, ich habe den Leuten damals einfach die falsche Medizin gereicht und heute mache ich halt heute mache ich es halt anders. Ja. Und deswegen ist es auch alles Teil des Plans. Aber schön, dass man dann doch so über Umwege in die Freiheit findet. Ja, auf jeden Fall. Aber eben einfach, man lernt ja auch da schon, dass eben der Umgang mit Menschen Spaß macht, dass es an sich auch Spaß macht zu arbeiten, wenn man irgendwie die Tätigkeit cool findet. Aber eben, ich glaube einfach, es ist ja auch eben, für den einen ist es dann eben einfach auch cool, das Ganze im Angestelltenverhältnis zu machen und für den anderen merkt man halt, okay, die Arbeit an sich macht Spaß, Kontakt mit Menschen macht Spaß, aber die Tatsache, dass mir irgendwie jemand die ganze Zeit vorstellt, was ich zu tun habe und dass ich irgendwie selber keine Ideen einbringen darf oder Innovationen einbringen darf, das ist halt das, was mich stört. Und dann ist es halt cool, dein eigenes Ding zu machen, denke ich. Ja, und du hast ja vorhin gesagt, du hast mit 16 schon mal die Augen aufgemacht quasi und hast so in dieser Online-Business-Richtung geschaut. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch ziemlich overwhelmed war am Anfang. Ja, dann gibt es ja ganz viele Online-Marketer oder Influencer und wie sie nicht alle heißen, die verschiedene Wege propagieren auch. Wie bist du damit umgegangen? Hatte ich erstmal so diese ganzen Möglichkeiten, hat dich das so ein Stück weit erschlagen? Hast du da gedacht, oh Mist, okay, wo fange ich jetzt an? Was mache ich jetzt als erstes und wie starte ich jetzt überhaupt damit rein? Jein. Also auf der einen Seite muss man sagen, ganz klar, man zieht sich am Anfang erstmal alles rein. Jeder, der einem was vorschlägt, man hört sich alles an, der eine irgendwelche Network-Marketing-Modelle, der andere halt irgendwelche digitalen Infoprodukte, der andere irgendwelche, hey, Amazon, Airbnb und so weiter. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Geschäftsmodelle, die ja auch alle funktionieren können. Ich muss aber sagen, nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall bei mir schon so, dass mich, also alle Geschäftsmodelle, die so in Richtung Coaching gingen, wo man wirklich aktiv mit Menschen zusammenarbeitet, das hat mich schon wirklich immer mit Abstand am meisten interessiert. Also solche Themen wie zum Beispiel jetzt irgendwie Dropshipping wobei das zu der Zeit noch nicht so präsent war, aber auch schon so diese Amazon- oder Ebay-Businesse waren auch da auch noch mehr so in aller Munde. Das ist halt einfach, also das hat mich nie angesprochen. Ja, geht auch mir wenn ähnlich. Dann irgendwelche wenn da Leute gesagt haben, hey, du kannst ja 10.000 Euro im Monat verdienen. Ja. Aber es war einfach so, ja, gut, aber dass ich irgendwie dann in China irgendwelche Plastikprodukte irgendwie importiere und irgendwie hier versuche, irgendwelche Marketing-Tricks den Leuten anzudrehen. Ja. keine Ahnung, das packt mich jetzt emotional nicht so. Und von dem her ging es dann schon recht stark auf jeden Fall in diese Coaching-Richtung. Das hat mich schon auf jeden Fall am meisten interessiert.
Aber da hatte ich trotzdem keinen Plan. Ja. Und da ist man ja trotzdem dann ultra verwirrt, weil jeder was anderes erzählt. Aber du hast ja quasi schon früh angefangen, eine Community auch aufzubauen. Und ich glaube, in der Fitnessbranche geht das ja noch relativ schnell, weil es ja auch so ein Supermarkt ist. Gab es da schon viele Leute, die auf dich zugekommen sind und die schon dich Sachen gefragt haben und wo du schon so ein bisschen als Coach auch agieren konntest? Ja, auf jeden Fall. Das Coole war, ich bin ohne das irgendwie strategisch so anzugehen, bin ich aber sehr, sehr nischig da schon reingestartet, weil ich habe damals mit Freeletics angefangen. Ja. Kennst du wahrscheinlich auch, oder? Klar. Und das war da so der absolut größte Hype zu der Zeit. Das war wirklich noch ganz, ganz neu. Also ich habe einer als ersten damit angefangen, da kannten es noch gar nicht so viele. Und ich habe halt dann angefangen, so meine Freeletics-Transformation so zu dokumentieren. Und dann ist dieser Freeletics-Hype an sich wirklich relativ schnell sehr stark geworden. Das ist jetzt lange nicht mehr so krass, wie es da vor ein paar Jahren war. Ja. Und dann kam natürlich, war ich super, super nischig da in dem Fitnessmarkt, war aber halt wirklich auf dieses Bodyweight und halt speziell Freeletics einfach da fokussiert quasi. Und dann kam natürlich da schon, also da ist wirklich eine sehr schnell gute Community zusammengekommen. Und da sind dann auch, da war es dann einfach auch wirklich sehr schnell so an dem Punkt, dass ich selber erst das ein paar Monate gemacht habe, aber halt schon gute oder einfach schon ein paar Ergebnisse erzielt habe. Und dann hat man halt da schon gemerkt, krass, es kommen halt jetzt schon Leute, die eben einen fragen, hey, kannst du mir da auch helfen und Tipps geben? Und es war auf jeden Fall halt schon echt ein sehr, sehr geiles Learning zu der Zeit, dass man halt, weil das größte Problem bei den meisten, die nicht wirklich in die Gänge kommen bei der Selbstständigkeit, gerade wenn es in diese Richtung Coaching geht, ist, dass sie halt Angst haben, dass sie noch nicht Experte genug sind. Ja. Die meisten denken, man muss irgendwie 10 Lizenzen gemacht haben, das 20 Jahre studiert und dann darf man erst anderen Leuten helfen. Mhm. Aber eben dadurch, dass man da gemerkt hat, okay, ich mache das erst seit ein paar Monaten, ich habe jetzt ein paar Ergebnisse, aber es gibt halt Leute, die sind einfach noch 2, 3 Schritte hinter mir und die finden das halt schon inspirierend und motivierend, was ich mache und deswegen jetzt Hilfe von mir, weil sie sich vielleicht mit mir noch viel besser identifizieren können. Das war halt ein geiles Learning, da zu sehen, okay, ich muss gar nicht der Ultra-Krasseste sein, sondern um auf die Frage zurückzukommen, habe ich da auf jeden Fall schon eine Zeit lang echt immer auch kostenlos einfach, was ich jetzt mittlerweile nicht mehr empfehlen will, weil das Commitment von den Leuten da nicht so stark ist, klar. Aber habe auch da schon kostenlos dann immer Leute betreut und denen da irgendwelche Tipps gegeben. Ja, ja. Und hat auch schon funktioniert, war sicher nicht die besten, 100% besten Tipps, die man hätte geben können, aber es war schon besser als das, was sie gemacht haben, und es hat auch schon funktioniert. Mhm. Ja, sehr, sehr cool, ne? Und bevor du jetzt diesen ganzen Weg auch eingeschlagen hast, jetzt bist du ja selber auch als Coach tätig und hast so ein kleines Team und hilfst anderen Leuten dabei, auch so ähnliche Business-Ideen wie du hast umzusetzen. Was mich noch interessiert ist, wenn wir nochmal ein Stück weit zurückgehen, ja, und auch wirklich in dieses Schuljahr, wo du dann gedacht hast, so, okay, ich muss jetzt irgendwie was machen. Ich muss jetzt raus hier, ich brauche Zeit, ich brauche Energie für diese Projekte. Was ging da genau in dir vor? Wie hast du es auch geschafft, so Entscheidungen zu treffen, die dich jetzt noch beeinflussen? Ja, das war auf jeden Fall echt eine ultra spannende Zeit. Das war im Endeffekt so, diese weiterführende Schule, das waren noch 3 Jahre, die 11., 12. und 13. Klasse. Und ich habe die 11. Klasse noch ganz normal gemacht, die 12. Klasse habe ich auch noch normal gemacht. Und es waren immer zwischen den beiden Schuljahren, waren da Praktika-Zeiten, wo man 6 bis 8 Wochen Praktikum machen musste von der Schule aus. Und dann war, also gerade zwischen dem 12. und dem 13. Schuljahr war einmal diese Praktikumsphase, die, glaube ich, eben schon 2 Monate ging, und dann waren die Sommerferien, die auch noch 6 Wochen gingen, waren direkt da dran gehangen. Das heißt, man war letztendlich 14, ich hoffe, ich rechne das jetzt richtig, ja. 14 Wochen nicht in der Schule. Und also kann ich ja jetzt auch nachträglich sagen, ich habe auch bei der Praktikumszeit dann ein bisschen getrickst. Ich habe letztendlich kein wirkliches Praktikum gemacht, sondern ich habe mich dann in der Zeit dann einfach so richtig intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, was kann man da jetzt machen, wie kann ich da ein eigenes Business starten. Und eben zu der Zeit habe ich dann, also ich habe, muss man auch dazu sagen, ich bin dann auf eine vegane Ernährung eben umgestiegen, 2016, und habe
habe dann auch an einem Bodybuilding-Wettkampf teilgenommen zu der Zeit, ja, und habe das eben alles dokumentiert gehabt. Und es war gerade zu dieser Zeit, als ich dann eben da so lang frei hatte. Das habe ich eben auch bewusst so geplant, damit ich mir da für den Wettkampf da die ganze Konzentration habe und eben mir zu überlegen, wie ich da jetzt ein Business draus mache. Und dann gerade diese Kombination zwischen Fitness und veganer Ernährung und dadurch, dass ich diese Wettkampfvorbereitung so dokumentiert habe, kamen da halt ultra viele Leute, die halt dazu Fragen hatten und von mir Hilfe wollten im Bereich vegane Ernährung. Und dann hatte ich diesen Wettkampf. Es war die erste Schulwoche, ging wieder los von der 13. Klasse. Und ich hatte eigentlich auch noch vor, diese 13. Klasse fertig zu machen. Ja. Und dann anschließend dann das Business zu starten. Und dann war es so, also an dem Freitag von dieser ersten Woche war dieser Wettkampf und der war in der Schweiz. Das heißt, ich musste da auch schon Donnerstag hinfahren, weil es Freitag in der Früh gleich war. Da habe ich den Donnerstag in der Schule schon blau gemacht. Das heißt, ich hatte noch Montag, Dienstag, Mittwoch. Und dann war ich schon am Montag noch so in der Schule und dann hatte ich schon so ein paar Online-Marketing-Bücher dabei und habe dann nur unter der Schulbank die ganze Zeit irgendwelche Marketing-Strategien durchgelesen. Ja. Und dachte mir schon so, boah, scheiße, um ehrlich zu sein, das fühlt sich irgendwie überhaupt nicht mehr geil an, jetzt in der Schule zu sitzen. Irgendwie, es fühlt sich so richtig unproduktiv an, ja, weil ich eigentlich jetzt gerade so Ziele habe und da jetzt so drauf hinarbeiten will. Und es fühlt sich einfach wie eine komplette Zeitverschwendung an. Ja. Und dann war es aber noch so, ja gut, das eine Jahr halt jetzt noch. Am zweiten Tag war es schon dann wirklich so, dass ich mir dachte so, boah, ich weiß nicht, wie ich das jetzt durchziehen soll. Also es fühlt sich so anstrengend an, sich dieses Zeug da anzuhören und irgendwie versuchen, sich irgendein Wissen zu merken, was man überhaupt nicht wissen will. Ja. Und was man auch wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr brauchen wird. Mhm. Und dann habe ich da an dem Abend schon mit meinen Eltern so ein bisschen drüber gesprochen, so, boah, ich habe da ehrlich gesagt gar keine Lust mehr. Und dann war der Mittwoch noch und dann habe ich gesagt, nee, das war's jetzt. Ich ziehe das jetzt durch. Und dann bin ich am nächsten Tag eben in die Schweiz gefahren, habe diesen Wettkampf gemacht. Und das war dann auch nochmal so ein richtig krasser Push einfach, weil das war eine sehr, sehr krasse Zeit. Ich habe 6 Monate lang eine Diät gemacht, wo ich 6 Monate lang im Endeffekt meinem Körper weniger Nahrung gegeben habe, als er eigentlich gebraucht hat. Also eigentlich natürlich krank, dieser Sport ist auf jeden Fall gesund. Yeah. Aber auf jeden Fall war es halt eine sehr, sehr krasse Zeit. Ich hatte eigentlich niemanden, der mich unterstützt hat. Ich habe es alles allein gemacht. Und dann waren dann so diese ganzen Emotionen und so dieses, nee, ich ziehe das jetzt durch, ich hab jetzt hier mir auch bewiesen, dass ich das schaffen kann. Ja. Und dann bin ich in einem Flixbus nach Deutschland nach Hause gefahren und ich hatte die Handynummer von meiner Lehrerin auf WhatsApp und habe ihr in dem Flixbus geschrieben, hallo Frau, ich komme morgen nicht mehr. Okay. Dann bin ich auch nicht mehr gekommen. und so ging es dann los. Also es war schon relativ spontan, die Entscheidung. Also es hat sich schon immer so aufeinander aufgebaut über die Wochen immer mehr zu diesem Punkt, wo ich mache definitiv mein eigenes Ding. Ja. Aber dann dieses, dass ich jetzt das letzte Schuljahr einfach gar nicht mehr fertig mache, das war dann doch eine relativ spontane Entscheidung eigentlich. Hm. Wie hat dein Umfeld und vor allem, glaube ich, was jetzt jedem Zuhörer auch unter den Nagel brennt, wie haben deine Eltern denn darauf reagiert? Ich glaube, meine Eltern tatsächlich noch am allerpositivsten. Wirklich? Okay. Also, die haben nicht positiv darauf reagiert, das überhaupt nicht, aber noch am positivsten. Okay, verstehe. Also ich habe wirklich sehr, sehr, sehr tolle Eltern. Mama, Papa, falls ihr das anhört, hab euch lieb. Ich habe wirklich sehr, sehr tolle Eltern. Ich finde auch vor allem jetzt auch wieder rückblickend, wenn ich daran denke, einfach auch wirklich mega bewundernswert von meinen Eltern, dass sie mich da so unterstützt haben, weil ich halt wirklich eigentlich keinen Plan hatte. Ja. Und es ist natürlich so, also jeder normale Mensch, vor allem in Deutschland, sagt dir halt, mach erstmal was Anständiges, schau, dass du erstmal was in der Hand hast. Ja. Und dann kannst du mal anfangen, irgendwie zu träumen. Und deswegen mega cool, dass meine Eltern mich dann da unterstützt haben. Die fanden es natürlich jetzt nicht mega geil, aber die haben dann schon gemerkt, dass jetzt bei mir auf jeden Fall ein Entschluss ist. Und haben halt dann gesagt, okay, dann unterstützen wir dich da. Aber sonst, das heißt, es war auf jeden Fall okay, weil es wäre natürlich schrecklich gewesen, wenn ich war das nächste Jahr halt jeden Tag in meinem Kinderzimmer, in dem Haus von meinen Eltern. Es wäre natürlich schrecklich, wenn meine Eltern das irgendwie überhaupt gar nicht unterstützt hätten. Ja, das war auf jeden Fall schon mal gut. Aber trotzdem muss man sagen, war das schon eine sehr, sehr krasse Zeit, weil halt wirklich, also es gab halt nie, meine Eltern haben es toleriert, sag ich mal, und versucht mich zu unterstützen, aber es gab niemanden, der gesagt hat, hey, geil, go for it, schaffst es, gib Gas. Mhm. Also jeder hat halt einfach gesagt, hey, bist du nicht mehr ganz dicht,
Dieses eine Jahr, das hättest du noch fertig machen können. Mhm. Und das wird doch sowieso nicht klappen. Und all die ganzen Sachen halt. Und deswegen habe ich mich auch zu der Zeit dann sehr, sehr stark von eigentlich allen Menschen in meinem Umfeld distanziert, mhm. weil es mir einfach überhaupt nicht gut getan hat. Ja. Deswegen war auf jeden Fall eine krasse Zeit, weil ich wirklich ein Jahr lang einfach nur in meinem Kinderzimmer den ganzen Tag saß und versucht habe, Business zu machen. Mhm. Ja. Ja, und ich glaube, die Isolation, die ist auch dann wichtig, ja, dass du wirklich dein Umfeld scannst und okay, deine Eltern haben dich unterstützt, was ich sehr gut finde, was auch nicht immer vorkommt und was ja. wahrscheinlich auch ein großer Teil daran ist, dass du jetzt so erfolgreich bist. Ja, weil du einfach so diesen Support von deiner Familie auch hattest und und dann auch in diese Isolation gegangen bist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das meiste, was wir halt machen, wir gehen dann raus und wir hören auf andere Menschen und wir lassen uns irgendwelche Gedanken einpflanzen, wie zum Beispiel, ja. du brauchst eine Ausbildung, damit du auch arbeiten kannst, wenn das Business nicht funktioniert. Und immer so dieser Plan B, ne? Und ich habe das im letzten Interview, ja. was leider nicht aufgenommen wurde, schon gesagt, das hat mich extrem inspiriert. Ich habe den durch Zufall mal gesehen, diesen Post von dir, wo du gesagt hast, ja, Plan B, du brauchst keinen Plan B, du musst einfach alle all in gehen in den Plan A und ja. dann wirst du auch erfolgreich sein. Und hattest du jemals einen Plan B? Also gerade in dem Fall wirklich gar nicht. Also ich habe es ja auch im letzten Interview schon gesagt, aber von den Zuhörern weiß keiner. Also meine Lehrer haben mir auch damals dann so gesagt, ja, okay, dann mach du jetzt da mal dein Ding, deine Spielerei. Und also es war wirklich so, ich war einmal, das war auch krass eigentlich, ich war gerade so im Training, im Fitnessstudio. Vielleicht zu der Zeit war ich einfach jeden Tag auch noch die ganze Zeit immer am Trainieren. Und auf einmal kommt eine Trainerin hoch und sagt, Lenny, da ist unten jemand für dich. Und dann ist tatsächlich eine Lehrerin aus der Schule extra in das Fitnessstudio gefahren. Die wusste, dass ich irgendwie da trainiere und dachte, ich bin wahrscheinlich sowieso immer da. Ja. Und ist wirklich dann extra gekommen und hat sich dann da ganz intensiv mit mir zusammengesetzt und wollte mich da einfach nochmal bekehren. Okay. Und hat dann aber auch gemerkt, dass das auf jeden Fall nicht klappt. Und hat dann mir aber auch angeboten, okay, pass auf, jetzt mach das mal irgendwie ein Jahr und wenn, dann machst du halt nächstes Jahr die Schule weiter. Es war so quasi, es wird eh nicht funktionieren und dann kommst du halt in einem Jahr wieder. Ja, ja, ja. Und dann habe ich aber auch ihr damals schon gesagt, ich finde es super nett, dass sie da jetzt extra gekommen ist und versucht irgendwie da meine Zukunft zu retten aus ihrer Sicht. Aber eben, nee, also ich nehme mich nicht an, das Angebot ist sehr nett, aber ich werde definitiv nicht wieder in die Schule gehen. Ja. Auf gar keinen Fall. Also es wird einfach zu 100% nicht der Fall sein. Mhm. Und ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig, sich da immer wirklich so diese Möglichkeiten abzukatten. Mhm. Weil solange du diese Möglichkeiten hast, denkst du auch die ganze Zeit immer noch drüber nach. Bei jeder kleinen Hürde, die kommt, denkst du, vielleicht geh ich dann doch diesen Plan B eben. Ja. Und wenn der aber gar nicht da ist, dann kommt halt eine Hürde und dann gibt es halt keine andere Option, als irgendwie zu versuchen, diese Hürde halt ja letztendlich zu meistern. Hm. Und das war, glaube ich, der einzige Weg, wie es überhaupt funktioniert, dass du da dranbleiben kannst. Ja, und das ist auch dieses Commitment, glaube ich, von dem du sprichst, was so wichtig ist, wenn du dich für einen Weg entscheidest, für einen Plan entscheidest oder für eine Idee auch entscheidest, diese umzusetzen, ist es wichtig, auch committed zu sein und wirklich auch so ein bisschen sich abzuschotten und so ein Schutzschild zu kreieren gegen Leute von außen, die das irgendwie nicht verstehen oder die sich nicht da reinversetzen können, dass du daran glaubst und dir das irgendwie ausreden wollen. Ja, und ich kenne das selber, so war es bei mir und meiner Freundin auch. Wir sind im Van durch Europa gereist, haben unser letztes Geld für den Van ausgegeben, waren dann auch so ein bisschen dazu gezwungen, businessmäßig erfolgreich zu sein, damit wir uns das alles leisten konnten auch, ja, das Benzin, das Essen und das war nicht immer leicht, ja, ich habe es letzte Folge auch schon gesagt, ne, und das ist halt so eine wichtige Story auch für mich, wir haben teilweise wochenlang kein Geld gehabt, ja. Und, ich find's voll geil. Und ich liebe diese Erfahrungen, die wir gemacht haben dadurch. Ja, wir haben so tolle Menschen kennengelernt. Wir sind zum Beispiel, wir hatten so einen kleinen Unfall gehabt so und dann war unser Dach oben offen. Ja. Und wir hatten kein Geld. Ne? Wir haben gesagt, Mist, ey, was machen wir jetzt? Ja, und das hat angefangen zu regnen und es hat oben reingeregnet und so weiter. So, hey, nein. Und da sind wir auch in ein günstiges, in so ein Carpark gewesen.
den wir wahrscheinlich auch nicht gefunden hätten, wenn wir Geld gehabt hätten für ein Airbnb oder sowas. Ne? Ja, ja. Und die haben uns dann gesagt, ja, geht doch mal zum Hafen runter und fragt da mal so einen Bootsbauer und vielleicht können die euch helfen. Und haben wir das gemacht. Nachher haben wir so einen netten Portugiesen kennengelernt, der uns das Ganze geflickt hat, also richtig mit Fiberglas und so weiter, für 60 Euro. Und er hat 8 Stunden an dem Ding gearbeitet. Ne? Ach, klasse. Und er hat uns sogar noch zum Essen eingeladen, zum Mittagessen. Nee. Und uns danach noch extra, und das war so süß, ist er rechts rangefahren und er hat nichts gesagt, ne? Und ist in so einem Kiosk und hat uns allen noch irgendwie so ein Dessert mitgenommen. Ja, es war zwar nicht vegan, aber das kannst du natürlich dann nicht ablehnen. Das muss dann in dem Moment. Ja. Und das ist halt so solche schönen Erfahrungen. So, du triffst so tolle Menschen einfach auch dadurch, wenn du dich für diesen Weg entscheidest. Voll, das ist so geil. Also, vielleicht ganz, ganz versuchen kurz zu halten, aber ich habe auch so ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht. Ich bin damals auch mit 15 und 16 schon das erste Mal auch mal auf Reisen gegangen, hatte aber auch gar kein Geld natürlich zu der Zeit, also wirklich einfach gar kein Geld. Mhm. Und ich war zum Beispiel auch mal mit einem Freund, sind wir nach Sardinien geflogen für 16 Tage und jeder hatte 200 Euro dabei und das war auch alles, was wir hatten. Und wir haben einfach nur einen Schlafsack dabei gehabt und haben einfach immer, sind einfach getrampt und haben irgendwo einfach am Strand gepennt. Ja. Und es war so eine geile Zeit, also ich glaube auch, ich kann mich an gar keine geilere Zeit überhaupt erinnern. Ja. Denn einfach dadurch, man lernt die ganze Zeit einfach so liebe Menschen kennen, die einen dann mitnehmen. Wir haben auch dann welche kennengelernt, die haben uns dann, bei denen haben wir dann 2 Tage gewohnt, die haben dann abends immer fett gegrillt und morgens fettes Frühstück und dann gab es mal eine Dusche und lauter Sachen, die man dann auch wirklich so, schätzt. So geil. Und das ist einfach der Hammer, ist einfach richtig geil. Ja. Aber was ich auch gerade noch zu dem Punkt Commitment sagen wollte, vielleicht jetzt für die Zuhörer auch, weil es hat sich jetzt, sind jetzt irgendwie so Extrembeispiele, das kann sich jetzt vielleicht gar nicht jeder reinversetzen. Aber lustigerweise, um einfach auch nochmal ein bisschen wieder diesen Business-Bezug mit reinzuholen, ist es genau das Gleiche mit Geld-Zurück-Garantien tatsächlich. Ja. Also das Ding ist auch immer, wenn du gerade jetzt in einem Bereich zum Beispiel, dass du ein Coaching verkaufst und du betreust jemanden für 2-3 Monate und auch dieser Coachie muss letztendlich halt diese 2-3 Monate auch natürlich einiges an Arbeit machen und muss da halt einfach an sich arbeiten. Ja. Wenn du da im Endeffekt, viele machen das natürlich, weil es irgendwie, man sieht das überall im Fernsehen und irgendwie Geld zurück, Garantien gibt es überall und natürlich hört sich das auch irgendwie einfacher zu verkaufen. Aber Fakt ist, sobald jemand eine Geld zurück Garantie hat, hat er immer diese Hintertür, aber wenn ich irgendwie doch keinen Bock mehr habe, dann sage ich einfach, ich will nicht mehr. Ich krieg mein Geld zurück und ist alles safe. Mhm. Und dadurch ist aber dieses Commitment natürlich überhaupt nicht da, diese Sachen wirklich anständig umzusetzen. Weil man sich, vielleicht ist man mal einmal kurz motiviert in dem Moment, wo man das Ganze irgendwie kauft und dann vielleicht die ersten paar Tage und dann irgendwann denkt man sich so, jetzt beispielsweise irgendwie abnehmen oder sowas. Ja. Man denkt am Anfang, ja geil, komm abnehmen, wir sind dieses Jahr irgendwie Beachbody, geil. Und dann fängt man halt an und merkt so, okay, das ist halt doch ein bisschen Arbeit. Du musst vielleicht Sport machen oder irgendwie auch mal auf die Ernährung achten. Und dann ist es natürlich einfach zu sagen, ich will mein Geld wieder zurück. Ja. Und also das Beispiel kennt vermutlich so gut wie jeder. Ja. Und das ist einfach so ein gutes Beispiel. Wenn du diese Geld-Zurück-Garantie nicht hast, dann sagst du, okay, jetzt habe ich Geld ausgegeben, scheiße, aber dann ziehst du jetzt auch durch. Mhm. Und das führt aber dazu, dass es dann erfolgreich wird. Und dann bist du auch zufrieden mit dir und hast eben das erwünschte Resultat. Und diese Geld-Zurück-Mentalität, die ist halt bei uns mittlerweile einfach ultra stark und zieht sich halt dann durch alle Lebensbereiche, auch wenn es nicht um Geld geht. Ja, ich glaube auch die Sicherheit ist einfach mega stark, gerade in Deutschland, im deutschsprachigen Raum oder allgemein in den westlichen Ländern, sage ich jetzt mal. Ja, diese Sicherheit, mit der wird so viel Geld gemacht auf der einen Seite und wir haben dann so das Gefühl, wir müssen uns absichern gegen alles Mögliche. Ja? Wir müssen, okay, Krankenversichern ist ja noch das, muss man ja machen. Ne? Ist ja noch okay. Ja, ist ja noch okay. Ja, aber doch gegen alles versichern, gegen das, wenn das Handy runterfällt und wenn beim Flug zum Beispiel, ja, musste ich noch versichern, wenn es zu spät kommt und so weiter. Und irgendwie unterbewusst denkt man dann die ganze Zeit, ich brauch diese Sicherheit. Dabei ist für mich Sicherheit, und das habe ich in dieser Reise einfach gemerkt, es ist eine Illusion. Und ich kann mir diese Sicherheit und dieses Vertrauen, dieses Selbstvertrauen, man sagt schon Selbstvertrauen, ich kann mir das nur selbst geben. Und wenn ich mir das selbst gebe, dann belohnt mich auch das Universum. Ich habe letztens von einem
Coach auch einen Spruch gehört, und das Leben belohnt mutige Menschen, das Universum belohnt mutige Menschen. Ja. Und das fühle ich einfach. Wenn ich eine mutige Entscheidung treffe, beziehungsweise wenn meine Kunden, meine Klienten eine mutige Entscheidung treffen, dann werden sie belohnt. Und ja, und deswegen, also einfach machen, einfach die Sicherheit mal vielleicht für ein Stück weit auch fallen zu lassen, damit diese Tore mal runtergehen und damit diese ganzen Möglichkeiten mal in dein Leben reinfließen können auch. Ja. Man muss sich ja auch klar machen, Sicherheit ist natürlich ein menschliches Grundbedürfnis, ja. Gar keine Frage. Klar. Aber das Ding ist, Unternehmen und Menschen im Marketing, die in jedem Unternehmen dabei sind, die wissen natürlich letztendlich, was die Punkte sind oder was man gut verkaufen kann, beziehungsweise wie man es gut verkaufen kann. Und am besten spielst du einfach immer mit den menschlichen Grundbedürfnissen, weil die sind einfach immer da und ja. Es ist einfach sehr einfach, darüber zu verkaufen. Das heißt, so viele Dinge, die uns halt einfach dann als sicher erscheinen, wo wir denken, ah, das hört sich doch gut an, eben die Versicherung nehmen wir noch mit dazu, weil ist doch logisch, da haben wir mehr Sicherheit. Es ist einfach, die Sachen gibt es einfach nur, weil Menschen damit Geld verdienen. Und so viel, also natürlich gibt es Sachen, die sind berechtigt und die machen Sinn, klar, aber so viel ist einfach Bullshit und braucht es einfach gar nicht. Und da wird bewusst mit einem gespielt, beziehungsweise mit seinen Bedürfnissen. Und das muss man sich auch einfach immer wieder klar machen. Ich finde, das ist immer sehr, sehr, sehr gut, wenn man sich immer so ein bisschen so rational einfach ein bisschen rauszoomt und sich klar macht, okay, um mal ganz ehrlich zu sein, das braucht es jetzt hier einfach nicht. Mhm. Und das Ding ist ja auch diese, eben zum Beispiel mit Studiengängen oder sowas, das ist wieder diese Sicherheit auf der einen Seite, aber auch wie mit dem Commitment, da sieht man es ja auch. Heutzutage, ich weiß gar nicht, da gibt es sicher Statistiken dazu, da habe ich jetzt keine im Kopf, aber wie viele Menschen einen Studiengang anfangen und dann den wieder abbrechen und wieder was anderes machen und das irgendwie über Jahre lang, einfach nur, weil es wieder das gleiche Thema. Man denkt sich so, ah, chillig, ich fange jetzt einfach das mal an, weil wenn es mir nicht taugt, kann ich ja noch was anderes machen. Aber letztendlich, und dann sind alle ultra unzufrieden und jeder findet seinen Studiengang scheiße, weil er einfach immer denkt, was wäre, wenn ich dann nicht dann noch das machen könnte oder das machen könnte. Ja. Und es ist einfach so wichtig, dass ich einfach selber, wir haben halt heutzutage einfach diese kranken Möglichkeiten, es gibt so viel, was man machen könnte. Ja. Und es gibt einem wirklich Freiheit, sich selber, ja, diese Wege abzukarten und zu sagen, nee, ich gehe jetzt in die Richtung und dabei bleibt es jetzt auch einfach erstmal. Aber was es natürlich auch fordert, und das sind zwei Qualitäten, die ich bei dir wahrnehme, auch wenn ich dich in deinen Online-Auftritten sehe, das sind Mut und Selbstbewusstsein. Und gerade Mut und Selbstbewusstsein sind so wichtig, um diese Sicherheit oder diese Mauern der Sicherheit auch zu durchschauen und sich in das Leben zu stürzen, was eben so viele Möglichkeiten bietet. Die Frage ist halt, ist es jetzt angeboren? Ist das erlernbar? Kann man Selbstbewusstsein trainieren? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Warst du schon immer so dieser Macher, dieser selbstbewusste, mutige Lenny? Oder gab es da auch mal eine Zeit, wo du sagen musst, okay, ich muss da irgendwie an mir arbeiten? Das war tatsächlich eigentlich überhaupt gar nicht so. Das war sogar alles andere. Das ist eine richtig gute Frage, weil eben viele Zuhörer, kann ich mir vorstellen, die denken sich jetzt so, oh, okay, gut, klar, dass es bei den beiden irgendwie klappt, die sind halt einfach anscheinend mutig. Ja. So, die brechen die Schule ab oder fahren einfach ohne Geld mal mit dem Auto los. So, da muss man halt mutig sein, ich bin halt nicht mutig, gut, dann klappt es bei mir nicht. Ja. So, und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Also Mut ist natürlich auch sowas wie einfach eine Fähigkeit, die sich dann oder eine Eigenschaft, die immer stärker wird, umso mehr man das Ganze übt. Und bei mir persönlich war es zum Beispiel so, dass ich bin in einem ganz kleinen bayerischen Dorf aufgewachsen und da hat einfach jeder Junge hat Fußball gespielt, jeder. Es gab keinen, der es nicht gemacht hat, außer ich. Ja, ich war der Einzige. War bei mir genauso. Geil. Also, keine Ahnung, hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und dementsprechend war ich aber auch immer so eben der Unsportlichste. Es war auch immer so in der Schule, in der Grundschule, aber auch auf dem Gymnasium. Ich war immer so dieser Typ, der halt beim Fußballspielen immer so als Letztes gewählt worden ist. Einmal, weil ich nicht Fußball spielen konnte, weil ich es nie gemacht habe. Und selbst wenn ich dann da war, hatte ich keine Ausdauer und war nach 2 Minuten einfach nur im Eck gestanden. Deswegen, zu der Zeit war das jetzt
alles andere, als dass ich da jetzt irgendwie ultra viel Selbstvertrauen gehabt hätte oder mutig gewesen wäre. Es war halt einfach dann, ja, mit dem Sport hatte ich das auf, also ich habe dann ja, wie gesagt, mit 17 habe ich angefangen, dann Sport zu machen und eben mit Athletics angefangen. Und da halt so diese ersten, das waren halt so erste so Selbstvertrauen-Pushes natürlich da, wo man dann das erste Mal sieht, okay, am Körper verändert sich was und man, wenn ich da jetzt irgendwie was dafür tue, dann wird es besser. Ja. Und natürlich auch Komplimente oder irgendwie dann, dass man dann besser bei Mädels ankommt und so weiter. Das sind dann Feedback. So Sachen, die natürlich das Selbstvertrauen natürlich mit der Zeit dann ein bisschen pushen. Und das ist dann so eine, kann dann so eine positive Aufwärtsspirale werden. Aber trotzdem muss man sich da auch ganz klar machen, also jetzt eben, wie gesagt, auch da mit dem Schulabbruch und den ganzen Sachen, man muss sich da ganz klar ins kalte Wasser schmeißen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ich bin halt ein mutiger, krasser Typ und deswegen ist es kein Stress für mich. Natürlich ist es trotzdem Stress für einen und es ist nicht einfach, aber muss sich da halt irgendwann einfach mal so ins kalte Wasser eben reinschmeißen. Und da wächst man dann sehr schnell, da lernt man sehr viel. Und dann diese Eigenschaft Mut zum Beispiel wird dann auch mit der Zeit einfach immer stärker, beziehungsweise ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt irgendwie krass mutiger geworden wäre. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ja. Aber man checkt viel mehr dieses, also so viel kann gar nicht schief gehen. Ja, ja. Also du checkst halt eher so, ja gut. Also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht alles so nach Plan verlaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Bei dir wahrscheinlich auch nicht, ja. Gehe ich mal davon aus. Aber trotzdem hat man jetzt ein geiles Leben. Mhm. Und man sieht ja dann einfach so, ja gut, ich schmeiß mich jetzt ins kalte Wasser einfach mal in diese Richtung. Ja. Vermutlich mache ich in 5 Jahren nicht das, was ich mir jetzt gerade vorstelle, in 5 Jahren zu machen. Aber ist ja auch egal, wird schon gut. Ja. Und deswegen, mit Mut hat es dann langfristig gar nicht mehr so viel zu tun, glaube ich. Also eher am Anfang. Und da muss man sich einfach, wie gesagt, so ins kalte Wasser werfen. Ja, ist auch gut, dass du das sagst, ein kaltes Wasser werfen. Und ich glaube ja, dass man Selbstbewusstsein, dass man so ein mutiges Mindset entwickeln kann, indem man täglich irgendwas macht, was ein bisschen außerhalb von seiner Komfortzone ist. Ja, du weißt, ich bin ein großer Fan von Eisbaden so. Ich habe damals, bevor ich richtig losgezogen bin und bevor ich auch mein Business, mein Podcast und so weiter gestartet habe, ist das, was ich gemacht habe. Ich habe bei Facebook diesen Weg geteilt, ähnlich wie du auch deinen Weg geteilt hast mit dem Bodybuilding, habe ich meinen Weg geteilt mit dem Eisbaden. Und ich habe mir eine große grüne Tonne hingestellt im Winter bei mir in der Schweiz auf der Terrasse, habe die mit Wasser gefüllt, die war dann natürlich irgendwann zugefroren und bin da reingestiegen jeden zweiten Tag und habe das Ganze dokumentiert und gefilmt. Und habe da auch so viel Feedback bekommen und so viel eben, wie du es auch sagst, so viel Komplimente auch, oh wow, was du machst. Und das ist ja meistens das, was wir selber nicht sehen. Für uns ist das ja dann normal irgendwie oder ja, was ist schon dabei. Und wenn du dann dieses Feedback vielleicht auch von außen kommst und da ist Feedback von außen auch wichtig und auch gerechtfertigt, dass du dann weißt, okay, vielleicht sehe ich mich ein bisschen anders, als ich eigentlich auftrete. Ja, und dann, und das ist ja dieses Selbstbewusstsein, sich Selbstbewusstsein, was man für ein mutiger Kerl oder eine mutige Frau ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da kann auch Social Media helfen. Da kann, wenn man seinen Weg teilt, wenn man das natürlich nicht machen möchte, dann kann man auch andere Sachen machen. Ich habe schon von Leuten gehört, die sich eine Stunde lang in der Kölner Fußgängerzone auf die Straße legen. oder irgendwelche Leute nach der Uhrzeit fragen, aber selber eine riesengroße Uhr tragen. Ja, das sind dann so kleine Tricks, die man auch machen kann, um einfach so dieses Selbstbewusstsein zu stärken und mit anderen Leuten in Kontakt zu gehen. Und dann, wie du schon richtig gesagt hast, zu merken, es passiert ja gar nichts. Ja, wenn ich jetzt irgendwen nach der Uhrzeit frage und der sieht, dass ich selber eine Uhr habe, dann denkt er sich vielleicht, okay, was ist das für ein komischer Typ, aber mehr auch nicht. Und der Verstand sagt dann vielleicht, okay, du wirst verprügelt oder du wirst ausgelacht und keine Ahnung was. Ja. Und dann merkt man, dass gar nicht so schlimm ist. Ja, es ist viel im Verstand halt, ja. Auf jeden Fall. Aber auch jetzt bezüglich, weil es natürlich auch interessant ist, dass du das da auch über Facebook geteilt hast und also dokumentiert hast. Und bei mir eben auch, bei mir war es halt Instagram. Ja. Aber es ist schon auf jeden Fall ein geiler Trick, muss man sagen. Also Social Media hat ganz viele Vor- und Nachteile, gar keine Frage. Aber dieser Effekt
vor allem da eben am Anfang, um da so aus der Komfortzone rauszukommen, ist ultra geil, wenn man dieses Commitment, das man sich selber gibt, zum Beispiel sagt, ich nehme jetzt ab oder zu sagen, ich dusche jetzt jeden Tag kalt oder mache dieses Eisbaden, was auch immer. Da gibt es natürlich, das kann man ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Aber dann das auch noch mit der Öffentlichkeit zu teilen und zu sagen, Leute, die nächsten 30 Tage dusche ich jeden Tag kalt. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, du kannst natürlich nicht immer nackt filmen, aber vielleicht irgendwie anders in der Badehose. Ja. aber du dokumentierst es halt einfach irgendwie und zwingst dich auch so ein bisschen, das zu machen, weil ja jetzt irgendwie die Leute zuschauen und irgendwie das sehen wollen. Und das natürlich kann man das auch einfach so mit seinen Freunden machen, irgendwie ohne das jetzt auf Social Media teilen zu müssen. Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Methode, um sich dann halt so ein bisschen auch dazu zu zwingen, um nochmal eine andere Form von Commitment dann auch drin zu haben. Hm. Hat ja bei uns funktioniert auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja, wenn du jetzt nicht der Social-Media-Typ bist und dich vielleicht auch nicht so in der Öffentlichkeit präsentieren möchtest, dann such dir halt gleichgesinnte Gruppen. Ja? Ich bin ein riesiger Fan von Masterminds. Masterminds wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich jetzt bin, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe damals ein 3-monatiges und danach ein 6-monatiges Programm gemacht, das hieß Men's Work Deep Masculine Practice, also Männerarbeit. Und da waren wir in kleiner Gruppe und dann in einer bisschen größeren Gruppe, nur Männer, und haben uns genau diese Commitments gegeben. Ja? Ich werde jetzt bis zu dem Datum oder bis zu dem Deadline das und das machen. Ja? Und wenn du das nicht gemacht hast, dann gab es da natürlich auch so unangenehme Fragen, ja, oder vielleicht sogar auch gewisse Strafen, ja, natürlich jetzt nicht irgendwie gewalttätig oder sowas, aber so, dass du natürlich auch wusstest, okay, hey, wenn ich das jetzt nicht mache, dann muss ich mich vor den Männern alle 2 Wochen erklären, warum ich das noch nicht gemacht habe. Und das hat für mich so viel bewirkt. Ich habe da meinen ersten Workshop gegeben, ja, vor und den auch nach außen kommuniziert. Und habe 2 Externe, glaube ich, drin gehabt. Und sonst waren die von der Men's Work, also die anderen Mastermind-Mitglieder, mit drin in dem Workshop. Und das war für mich so eine Komfortzone-Challenge, da auch erstmal so richtig frei zu sprechen. Und und auch mein Thema, das war dann damals Biohacking, das habe ich auch da in dieser Männergruppe für mich festgelegt, das zu präsentieren und damit rauszugehen. Ja? Und wenn du mir da gesagt hättest, dass ich 2 Jahre später bei der DNX stehe und vor 1000 Menschen dieses Festival moderiere, hätte ich gesagt, du spinnst ja. Aber das ist ja erstmal, wenn du in dem Kleinen anfängst und wirklich trainierst und immer wieder so deine Komfortzone ein bisschen erweiterst, dann kannst du alles schaffen irgendwann. Ja? Auf jeden Fall. Ja, das ist wirklich auch eine coole Story. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, also das macht ultra viel aus. Also ich habe auch Freunde, die einfach auch immer auf einem relativ ähnlichen Level irgendwie unterwegs sind. Mal ist irgendwie der eine dann in dem einen Bereich ein bisschen besser, mal der andere. Und dann setzen sich da auch mal gegenseitig Commitments und sagst mal, hey, bis in dieser Woche erreichst du das und das und am Sonntag frage ich dich. Und dann man verspürt auf jeden Fall, es ist ein positiver Druck, den man einfach verspürt. Es ist ja jetzt nicht, passiert ja nicht wirklich was Schlimmes, wenn du es nicht machst, aber natürlich willst du es schon schaffen und willst halt dann am Ende auch sagen, hey, ich hab's geschafft. Ja. Und das macht halt einfach ultra viel aus. Ja, und das ist vor allem eine Fähigkeit, wirklich diesen Mut und Selbstbewusstsein, wenn du das trainierst, wenn du dieses Mindset entwickelst oder idealerweise, wenn das schon deine Eltern vielleicht mit dir zusammen entwickeln in der Erziehung und so weiter, ist natürlich der ideale Weg. Aber dann entwickelst du auch so eine Anpassungsfähigkeit, eine Flexibilität auch, die auch wichtig ist, wenn du dann dich vielleicht für den Weg entscheidest, so wie wir, dein eigenes Business zu machen oder vielleicht auch, wenn man vom Business weggeht, in eine sportliche Richtung, einen Wettkampf zu machen oder einfach über dich hinauszuwachsen, einfach größer zu werden als Persönlichkeit. Und das ist, glaube ich, ein Skill, den kann dir auch keiner mehr nehmen und von dem wirst du dein Leben lang profitieren, anpassungsfähig und flexibel zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie wichtig ist das auch für dich als Unternehmer? Du bist ja auch ortsunabhängig, du hast so einen Lifestyle, ich sehe dich viel am Reisen, mit deiner Freundin bist du viel unterwegs, bist am Reisen und machst du dein Business, sitzt am Laptop. Für dich ist diese Flexibilität wahrscheinlich auch essentiell, das ist ein zentraler Wert, oder?
Auf jeden Fall. Also bezüglich der Freundin, da muss ich mittlerweile gar nicht mehr so flexibel sein. Da bin ich jetzt ganz zufrieden. Ja. Ja. Aber ja, also bei mir ist es auf jeden Fall ich denke, das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, aber bei mir persönlich ist es echt auf jeden Fall krass. Also ich merke das schon, wenn ich auch einfach länger an einem Ort bin. Ist jetzt nicht so, dass ich ich bin jetzt irgendwie, ich kann jetzt nicht länger an einem Ort glücklich sein oder so, aber ich merke schon, dass ich auf jeden Fall einfach immer wieder so Tapetenwechsel brauche. Mhm. Auch was im Business angeht, bin ich auch eher so dieser Builder / Creator, ja, würde ich jetzt mal sagen. Mehr, also es gibt ja nicht immer so diese verschiedenen Menschen, einmal so die letztendlich lieber irgendwas aufbauen. Und dann gibt es die Leute, das sind auch meistens dann die irgendwelche Startups kaufen und die halt dann irgendwie einfach richtig skalieren. Mhm. Und ich bin eher so dieser Typ, ich baue gerne Sachen von vorne auf. Und deswegen ist auch das Coaching in meinem Fall, macht mir einfach ultra viel Spaß, weil ich halt im Endeffekt nicht mein Business die ganze Zeit neu starten muss, sondern ich kann immer mit anderen Leuten immer wieder schauen, okay, wie macht es bei ihnen am meisten Sinn und da in ihrem Bereich, wie können die am besten starten? Das heißt, da kann ich das wirklich sehr gut dann letztendlich dann damit verbinden. Aber ja, ich merke auf jeden Fall, dass bei mir ist das ultra wichtig. Und deswegen ist das Reisen auch einfach in dem Fall wirklich, ja, macht mich auf jeden Fall schon glücklicher, denke ich. Also natürlich liegt es nicht an diesen Lebensumständen. Ja. Aber es fällt mir auf jeden Fall leichter, dankbar einfach für das Ganze zu sein und die einzelnen Momente zu genießen, wenn ich persönlich zumindest mehr Flexibilität drin habe. Und da muss ich jetzt auch nochmal ein paar persönliche Fragen stellen, ja, die mich ja auch interessieren, weil ich bin ja selber auch am Reisen jetzt schon seit ja so gut anderthalb Jahren. Wie machst du das mit Business, Reisen, aber auch deine mentale und physische Gesundheit so auf einen Nenner zu bringen, in Balance zu bringen? Gelingt dir das gut? Also, dass du zum Beispiel gewisse Routinen hast oder gewisse Habits, Habits, die du dir kreiert hast, um das alles in Balance zu bringen. Ich möchte nicht sagen Work-Life-Balance, ich mag das Wort nicht, aber einfach so, dass es sich gut anfühlt für dich auf Reisen auch. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja jetzt auch mal wieder 9 Monate in Österreich gewohnt, wo wir haben zwar kleine Kurztrip zwischendrin gemacht, aber ich war quasi wie ein normaler Mensch fest an einem Ort für 9 Monate zumindest. Und muss ich sagen, tatsächlich ist es mir da echt mit der Zeit immer schwerer gefallen, zum Beispiel regelmäßig zum Sport zu gehen und die Sachen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau warum, aber einfach weil mich das alles so krass routiniert war und so regelmäßig war. Wie gesagt, ich mag es einfach nicht. Ich mag es einfach, wenn irgendwo eine Veränderung immer drin ist. Ja. Und dadurch, dass sich dieser Ort und diese Sachen alle nicht verändert haben, keine Ahnung, habe ich denn zum Beispiel halt ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat das gar nicht so gut funktioniert. Tatsächlich funktioniert es bei mir auf Reisen viel, viel besser. Eine Routine ist definitiv das A und O. Also ich bin da jetzt auch, muss ich aber auch ganz klar dazu sagen, ich bin jetzt auch keiner, der das immer perfekt macht und wirklich jeden Tag genau um Punkt 5:30 Uhr irgendwie. Das sowieso gar nicht. Aber also ist jetzt nicht alles ultra perfekt, aber ich habe schon natürlich meine Morgenroutine, wo ich meditiere und einfach so meinen Morgenkaffee und ein paar Sachen, die sind immer gleich. Und dann auch am Morgen, dann lese ich erstmal irgendwas, fasse mein Wissen ein bisschen zusammen, also das Wissen, was ich da gelesen habe oder ein Hörbuch oder was auch immer. Ja. Das sind so Routinen, die am Morgen immer stattfinden und dann immer so von 9 Uhr bis 13 Uhr ist eigentlich immer so eine fokussierte Arbeitsphase, wo ich so die wichtigsten Sachen für den Tag mache. Und dann ist so Mittagessen und Mittagspause und dann hinten raus ist dann immer ein bisschen entspannter. Also dann schaue ich einfach, was noch so ein bisschen irgendwie zu tun ist oder wenn nicht so viel zu tun ist, dann auch wirklich einfach nur mit meiner Freundin einfach ein bisschen Zeit verbringen, Kaffee trinken. Also wirklich auch ein bisschen entspannter und aber auch Sport einfach mittlerweile wieder wirklich sehr regelmäßig, einfach 4-mal die Woche. Jetzt nicht irgendwie krass, too much irgendwie, aber einfach 4-mal die Woche. Mhm. Und also auf jeden Fall tatsächlich funktioniert es bei mir viel besser, wenn ich zwischen immer wieder also mir macht das dann auch Spaß. Natürlich ist es nicht, wenn man jetzt irgendwie jede Woche irgendwo wie woanders wohnt, dann ist es schon ein bisschen stressig, sich jedes Mal ein neues Fitnessstudio so zu suchen. Ja. Das ist dann schon ein bisschen nervig und auch, keine Ahnung, zum Beispiel morgens irgendwie meditieren oder so in der einen Unterkunft geht es super gut.
und in der anderen ist dann, ja, dann ist dann irgendwie nicht, sind die Umstände nicht ganz so geil irgendwie. Deswegen, allzu oft jetzt irgendwie den Tapetenwechsel jetzt zu machen, das finde ich jetzt auch nicht so ultra geil, aber so alle paar Wochen finde ich es einfach super angenehm und habe auch immer wieder Lust an diese neuen Locations, wieder dort die Routine irgendwie so neu aufzusetzen. Ja. Ja, da fühle ich dich total nach. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich, während ich im Van unterwegs war mit meiner Freundin und meinen zwei Katzen, ja, muss man ja auch noch dazu sagen. Geil. war es tatsächlich immer ein bisschen schwieriger, so diese sportlichen Routinen vor allem einzuhalten. Also meditieren und sowas ging noch, ja, weil du natürlich auch immer an schönen, ruhigen Orten warst, wenn es geklappt hat. Und tatsächlich jetzt eine sportliche Routine fällt mir jetzt einfacher. Und auch wenn ich an den Orten bin, wo dafür gesorgt ist, dass jetzt zum Beispiel ein Fitnessstudio oder irgendwie eine Yogamatte am Start ist und ein paar Blöcke oder ein paar Ringe, wo ich dann so ein bisschen meine Übungen machen kann. Aber ich arbeite tatsächlich dort mit einer App und bin da auch committed, eben dadurch, dass ich auch zahle für diese App. Und, ja, genau. Dass ich da halt mein Yoga mache oder meine Movement-Practice und so weiter. Und das funktioniert jetzt auch sehr gut, bin ich gut drin. Aber es ist natürlich auch, man muss das alles erstmal gemacht haben. Ja, ja klar. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also auch wenn du jetzt sagst, okay, du machst jetzt nicht jeden Tag immer dasselbe. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man mal wirklich so 30 Tage was richtig durchzieht, ja, und so sagt, viermal Sport in der Woche oder jeden Morgen dann aufstehen und erstmal meditieren, damit man wirklich das auch als Gewohnheit etabliert. Und dann, wenn du das einmal gemacht hast und wenn du verstehst, wie das funktioniert, dann kannst du da auch ein bisschen lockerer rangehen, weil du ja weißt, wie es geht und dass du es kannst. Ja, ja. Ja, genau. Also es war auf jeden Fall bei mir auch die erste Zeit, war das immer alles so ultra strikt. Ja. Wirklich da, und dann auch immer so eben um 5 Uhr aufgestanden und alles auf die Minute getaktet. Aber das war, ist was eben, du sagst, so am Anfang ist es schon auch nicht schlecht, sich da mal so, auch wenn sich das irgendwie schrecklich anhört, das ist dann gar, also das macht total viel Spaß. Gerade wenn du, also dieser Switch von, ich bin jetzt irgendwie in der Schule oder ein Arbeitnehmer, wo einem der Alltag schon sehr stark vorgegeben wird, wo man halt einfach gesagt bekommt, du musst da sein, da musst du da sein. Und du bist auf einmal, also für mich persönlich war das kannst du ja mal sagen, wie es bei dir war, für mich persönlich war das am Anfang ein ganz, ganz komisches Gefühl. Einfach so an einem Dienstagvormittag einfach so zu Hause zu sein und so, okay, ich kann jetzt irgendwie machen, was ich will. Ja, ja. Also es war auch jetzt kein Gefühl, das sich irgendwie angenehm angefühlt hat, weil man dann irgendwie viel zu viel Freiheiten auf einmal hat, die man so gar nicht gewohnt war. Und da tut es sehr, sehr gut, wenn man sich einfach selber dann so eine gewisse Struktur vorgibt und sich daran hält. Und das macht mich persönlich, macht das jedes Mal immer sehr, sehr zufrieden, wenn ich so weiß, ich habe mir jetzt irgendwie so zeitlich so ein bisschen was eingeteilt, was ich in der und der Zeit schaffen will, und wenn ich dann noch anschließend weiß, ich habe es wirklich alles so nach Zeitplan geschafft. Klar, funktioniert nicht immer, ist dann auch nicht schlimm, aber wenn es halt funktioniert, macht es halt auf jeden Fall, macht es immer super viel Spaß. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, es ist am Anfang ist es eine Umstellung, eben weil du aus einem System kommst, wo für dich gedacht wird halt auch. Und jetzt bekommst du einfach so diese Verantwortung, diese Selbstverantwortung. Und die darf man natürlich auch trainieren. Und was ich auch ähnlich mache wie du, dass ich wirklich am Vormittag versuche, alles wegzuarbeiten, was so anfällt und was für mich wichtig ist, also auch ein bisschen diese kreative Arbeit zu gehen, Content zu kreieren, Podcasts zu machen, Interviews zu führen. Jetzt ist zwar Nachmittag hier auf Kopangan, muss man dazu sagen. Aber dass ich auch wirklich am Nachmittag frei habe und dass ich am Abend Zeit habe, auch so zu socialisen. Ja, es sind ja auch auf Koh Phangan jetzt, du kommst ja jetzt auch bald, es sind natürlich auch sehr viele Freunde, sehr viele Nomads hier, sehr viele Unternehmer, die befreundet sind. Und da nimmt man sich dann auch gerne mal Zeit, essen zu gehen, schön ein bisschen zu quatschen und zu philosophieren. Und die Zeit möchte ich mir dann auch nehmen. Deswegen am Abend socialisen und so ab Vormittag bis Nachmittag alles wegarbeiten, was so anfällt, ob es jetzt
im Business ist oder auch auf einer körperlich-mentalen Ebene, wie eben Lesen oder Training und so weiter, funktioniert für mich auch sehr gut. Und das ist so der perfekte Tag eigentlich. Funktioniert aber nicht immer, muss man sagen. Genau, aber es ist aber auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass du es nochmal angesprochen hast, glaube ich. Gerade das mit den Beziehungen pflegen, Freunde treffen, weil wir am Anfang kurz darüber gesprochen haben, dass ich damals auch alle Beziehungen irgendwie abgekapselt habe und dass wir gesagt haben, dass es ja auch vielleicht ganz gut ist am Anfang zumindest. Ja. Zumindest halt, ja, einfach, das ist halt auf jeden Fall, es ist schon wichtig zu verstehen, dass natürlich menschliche Beziehungen sehr, sehr wichtig sind, auch fürs Wohlbefinden und fürs Glücklichsein einfach. Und deswegen sollte man natürlich nicht, das ist auch nochmal dazu betont, dass es irgendwie am Anfang falsch verstanden wurde, es ist nicht so, dass man nur erfolgreich Business machen kann, wenn man irgendwie alle Freunde und Familie irgendwie nie wieder sieht. Ja, um Gottes Willen. Da geht es vor allem da, also bei dem Punkt, den wir am Anfang gemeint haben, da geht es ja vor allem darum, und das ist eigentlich auch so ein ganz einfacher Leitfaden, dass man sich nur im Endeffekt, wenn es darum geht, sich irgendwie Meinungen einzuholen, dass man sich einfach nur Meinungen einholt von Menschen, die in dem Bereich schon das geschafft haben, wo man auch gern hinwollen würde. Ja. Wenn ich halt jetzt Business starten will, dann frage ich halt einfach niemanden, der halt noch kein Business gestartet hat, weil dem seine Meinung bringt mir in dem Moment nichts. Genau. Das ist auf jeden Fall wichtig, aber eben am Ende des Tages, ich merke es jetzt hier auch wieder, habe es jetzt auf Bali wieder ultra krass gemerkt und jetzt hier auch zwei neue Freunde kennengelernt, ein Pärchen, auch mit denen wir einfach so ultra gut verstehen. Ja. Und ich mache auch selber tatsächlich so ein Glückstracking. Mein Wohlbefinden und mein Glückslevel und habe auf jeden Fall echt krass gemerkt, dass eben dieser Kontakt mit Menschen, die man halt wirklich mag, wo man voll auf einer Wellenlänge ist, macht einfach ultra viel aus. Es macht wirklich richtig, richtig viel aus. Ja. Es macht einen einfach sehr glücklich. Und cool. Aber da muss man natürlich die richtigen Leute haben. Also ja, das stimmt. Die richtigen Beziehungen, aber dann sollte man die auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Ich denke auch, wenn du in einer gewissen Frequenz schwingst irgendwann, dann ziehst du ja automatisch auch diese Leute an, die zu dir passen. Also die Erfahrung haben wir auch auf Reisen immer wieder gemacht und haben jetzt schon Leute, die wir vor ein paar Monaten in Chiang Mai gesehen haben, sehen wir jetzt auch wieder. War auch schon auf dem Podcast zu Gast, die liebe Sophia und auch Jose von Is Happy. Ah, geil. Genau. Auch noch. Ja, genau. Und mit denen halt einfach so vegan sich durchzufressen. Hier durch Koh Phangan und halt auch zu philosophieren und zu quatschen, zu lachen zusammen. Das macht wirklich extrem glücklich. Was hast du da? Eine App oder so, wo du das trackst? Oder ein Journal? Ja, es ist schon eine App, aber die ist nicht dafür da. Ich habe es nur umfunktioniert. Okay. die App heißt Notion. Es ist im Endeffekt ist sehr unbekannt. Es ist sowas wie Evernote. Mhm. Aber nur noch ein bisschen cooler, hat ein paar ganz coolere Funktionen. Und auch in dem, aber da gibt es sicher, könnte man auch eine Excel-Tabelle oder so einfach nehmen. Ich mache es jetzt nicht ultra jetzt krass, sondern ich habe einfach so eine Endeffekt ein Kalender halt einfach, wo ich jeden Tag einfach mein Glücksempfinden von 1 bis 10 eintrage und letztendlich auch so eine Glücks-To-Do-Liste für jeden Tag. Ich habe mich auch sehr, sehr stark mit dem Thema auch auseinandergesetzt, letztendlich, was wirklich glücklich macht. Und es sind ja am Ende des Tages, ist es zwar nichts Neues, ist nicht sowas, was man noch nie gehört hat, aber einfach solche Aktivitäten wie aktiv einfach im Hier und Jetzt sein, Momente im Hier und Jetzt genießen, optimistisch in die Zukunft zu blicken, guten Kontakt mit Menschen, die man mag, zu haben, anderen Menschen zu helfen oder was Gutes zu tun. Ja. Und so weiter. Da gibt es natürlich noch ein paar Punkte. Es sind vor allem 12 Punkte, aber ich habe das, glaube ich, alle auswendig im Kopf. Aber auf jeden Fall habe ich da so eine To-Do-Liste, wo ich einfach jeden Tag schaue, wie viele davon habe ich auch gemacht und schreibe ein bisschen was dazu auf. Und das ist ultra spannend, richtig spannend. Und was ich eben gemerkt habe, ist, dass an Tagen, an denen ich sehr, sehr glücklich war, wo eine 9 oder teilweise sogar eine 10 war, ist eigentlich so, also es gab glaube ich, soweit noch keinen Tag, an der dann nichts mit Kontakt mit Menschen, die ich sehr gern mag, zu tun habe. Also es ist dann immer der Fall. Das ist bestimmt auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube, das kann man auch nicht auf alle allgemeinern. Aber in meinem Fall ist es auf jeden Fall richtig krass. Und ist echt sehr cool, kann ich jedem empfehlen, das auch mal zu machen, weil da lernt man sehr, sehr schnell sehr viel über sich. Ja, und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was sehr wichtig ist. Ja. Noch wichtiger als das Business. Ja, tatsächlich. Weil darum geht es ja im Endeffekt, ne? Wir wollen ja alle glücklich sein
Und wir wollen alle uns gut fühlen und mit anderen Menschen connecten. Das liegt in unserer Natur. Und finde ich auch einen sehr schönen Abschluss vom Podcast. Also wirklich cool, was wir jetzt nochmal in diesem Interview, man muss ja auch dazu sagen, es ist ein komplett anderes Interview gewesen als das letzte. Ja? Wir hatten zwar ein, zwei gleiche Sachen drin, so, aber sonst würde ich sagen, von Energie her nochmal komplett anders. Ich bin sehr, sehr... Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich finde es besser als das letzte. Ja, stimmt. Ja, deswegen musste das halt so passieren. Ne? Also, genau, voll gut. Ja, sehr, sehr schön. Also wir haben über Entscheidungen geredet, wir haben über Sicherheit geredet und dass du halt wirklich mit den Entscheidungen durch diese Sicherheit durchgehen darfst und mit Mut und Selbstbewusstsein dann in diese Freiheit auch gehst, ja, was für mich diese Anpassungsfähigkeit, Flexibilität bedeutet. Und ja, und dann dieser ortsunabhängige Lifestyle, der ja nicht unbedingt ein Business sein muss, der ja auch vielleicht, dass du als Freelancer arbeitest oder dass du einfach, keine Ahnung, vielleicht auch Work and Travel machst und so weiter, kann ja auch eine Möglichkeit sein. Finde ich einen schönen Weg, den du da gezeichnet hast. Und als Abschlussfrage hätte ich jetzt noch mal was. Und zwar, ich habe mich letztens auch mit jemandem getroffen, der Nils. Der hat mich einfach angeschrieben über Instagram. Und ich habe gedacht, ja, ich habe gerade Zeit und so. Ja, lass uns doch treffen. Und er ist tatsächlich 18 und ist jetzt schon am Reisen und ist jetzt gerade so aus dem Abitur raus. Was würdest du so jungen Menschen raten, so nach der Schule, die jetzt vielleicht sich auch für so einen Lifestyle, den du oder den ich lebe, interessieren? Was würdest du denen raten, als nächsten Step zu machen? Also im Endeffekt ist, glaube ich, das, was immer am meisten Sinn macht, ist sich halt einfach, also genauso wie wir es jetzt gerade eben sowieso vorhin schon gesagt haben, wenn man halt einfach gewisse Ziele hat und irgendwelche Punkte erreichen will, dann einfach letztendlich nach Menschen zu suchen, die das im besten Fall, also nein, nicht nur im besten Fall, nach Menschen zu suchen, die das schon geschafft haben und letztendlich zu schauen, was die gemacht haben und versuchen, so viel wie möglich von denen zu lernen. Im besten Fall, wenn es dann die Möglichkeit gibt, irgendwie mit diesen Personen zusammenzuarbeiten und wirklich von denen zu lernen, wie jetzt in unserem Fall, dass man sagt, wir bieten auch aktiv wirklich Mentorings oder Coachings an, wo man den Leuten Schritt für Schritt an die Hand letztendlich gibt, ja, wie sie letztendlich an ihr Ziel kommen. Das ist natürlich der optimalste Weg, aber einfach, ja, letztendlich zu schauen, was haben andere schon geschafft in dem Bereich, wo möchte ich auch hin, mit was kann ich mich identifizieren und dann versuchen, von den Menschen zu lernen. Also da mittlerweile denke ich alles andere, also natürlich kannst du auch selber versuchen, einfach irgendwie den Weg zu gehen und da lernt man sicher auch ganz viele tolle Sachen und entwickelt sich der Weg vielleicht in irgendwie eine andere Richtung. Ja. Aber wenn du ein klares Ziel hast, dass du an einen gewissen Punkt hinkommen willst, dann schau wirklich, dass du dir da Hilfe holst, weil sonst wird sich vermutlich auch in eine andere Richtung entwickeln, was ja auch nicht zwangsläufig dann schlimm ist, aber wenn du einfach Lust hast, ein gewisses Ziel zu erreichen, dann schau, dass du dir da Hilfe holst von Leuten, die es schon geschafft haben. Das ist auf jeden Fall das größte Learning aus der letzten Zeit. Auch selber, dass man sich immer wieder, also ich gebe wirklich mal selber mein meistes Geld in Coachings und Mentorings bei anderen Leuten aus. Ja. Und das macht einfach sau viel Spaß. So dann Erfahrungen, die andere Menschen irgendwie in ein paar Jahren gesammelt haben, irgendwie gebündelt zu bekommen und direkt anwenden zu können. Und man lernt einfach so schnell und wie gesagt, wir helfen ja selber auch anderen Leuten. Ja. Und man sieht einfach, das ist einfach mega schön und das ist einfach sehr sinnvoll. Von dem her, ja, das wäre, glaube ich, mein Rat. Ja, und auch ein wunderschönes Schlusswort. Also ich möchte da auch wirklich nochmal mich bedanken bei dir für dein Wissen, was du geteilt hast und so jung auch schon diese Motivation, diese Inspiration rausgibst durch deine Kanäle auch. Also sehr zu empfehlen ist auch der Instagram-Kanal. Ja, das ist eine. Ich habe jetzt nicht so viele Leute abonniert, doch Lennys Sachen, die schaue ich mir immer noch gern an. Sehr inspirierende Posts. Oh, das freut mich zu hören. Ja, und daher unbedingt mal drauf klicken. Ich werde das alles in die Shownotes packen natürlich oder einfach @LennySchönbach, denke ich mal, auf Instagram und da kann man auch am besten... Unterstrich. Da kann man am besten mit dir connecten wahrscheinlich. Genau, also falls ihr irgendwelche Fragen habt, vielleicht nochmal ganz kurz, also ich habe mich mittlerweile vor allem wirklich darauf spezialisiert mit Menschen, die eine Social-Media-Reichweite sich schon aufgebaut haben, da eben eigene Mentorings zu starten, wenn man halt schon irgendwie Content zu gewissen Themen produziert hat und Menschen sowieso schon kostenlos auf Instagram hilft oder auf YouTube oder wo auch immer.
Ja. Und da halt einfach jetzt noch intensiver mit Leuten arbeiten möchte und sich da auch ein ortsunabhängiges Business aufbauen möchte. Den Leuten helfe ich eben, das Ganze zu starten. Und falls ihr da, wie gesagt, irgendwelche Fragen habt, natürlich aber auch, wenn es irgendwas anderes ist, was euch jetzt irgendwie angesprochen hat, auf Instagram vor allem Lenny_Schönbach. Und genau, da bin ich auf jeden Fall am allerbesten zu erreichen. Gut, vielen Dank, Lenny. Und dann wünsche ich dir jetzt noch eine wunderschöne Zeit auf Bali. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir uns hier auf Koh Phangan sehen. Robin, danke für das geile Interview. Wir haben ja wirklich jetzt ein paar Anläufe wegen Internet und so weiter gebraucht und dann jetzt hier nochmal Folge aufnehmen. Aber ich glaube, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, hat richtig viel Spaß gemacht und deine Fragen waren mega, mega gut und einfach hat sich sehr gut einfach auch im Gespräch so gut ergänzt, finde ich. War mega cool. Also vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Dir auch. Ciao. Ciao. Ja, das war das Interview mit meinem Kumpel Lenny Schönbach. Jetzt im zweiten Anlauf hat das Recording auch geklappt und es ist so ein viel geileres Interview noch geworden, was nicht heißen soll, dass das erste nicht auch geil war, aber dieser ist noch so richtig viel Mehrwert auch für dich als Zuhörer dabei. Und wenn du noch mehr über Lenny erfahren willst, dann kann ich dir wirklich nur sehr ans Herz legen, schau mal bei Instagram vorbei oder geh direkt auf lenny-schönbach.de und überzeug dich von seinen Qualitäten als Coach. Und ja, ich hoffe, dir war das genauso inspirierend, das Interview, wie es wieder für mich war. Und ich habe so viel gelernt. Wir haben auch kurz danach noch uns ausgetauscht unter Unternehmern. Und es ist so eine Bereicherung, auch von so jungen Menschen noch so viel lernen zu können. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche und bis bald.